ausgebrannt und wusste nicht mehr weiter. Von dichtem Nebel eingeschlossen, der zudem die klare Sicht mir nehmend, mich kräfteraubend lähmend, nichts änderte an meinem Problem. So suchte ich, entnervt vom vielen Grübeln, nach neuem Rat. Er sagte provokant: Nimm doch all das Schwere, den Leidensdruck, die Leere, endlich dankbar an, aus Gottes Hand. Wie sollt ich dir dafür danken? Für all die Dinge, die grad schwer sind, für die Akkus, die grad leer sind, wie sollt ich dir dafür danken? Dafür danke, für Träume, die noch nicht erfüllt sind, Sehnsüchte, die noch nicht gestillt sind. Wie sollte ich dir dafür danken? Zu kraftlos, um mich ernsthaft aufzuregen, blieb ich zunächst schweigsam reserviert. Was für ein Gebaren, mich so zu überfahren, und gleichzeitig war ich fasziniert. Ich spürte, dass er meinte, was er sagte. Ich hatte irgendwie Vertrauen gefasst. An einem Funken Wahrheit war das der Weg zur Klarheit. Doch wie könnte ich dankbar sein für meine Last? Wie sollte ich dir dafür danken? Für all die Dinge, die grad schwer sind, für die Akkus, die grad leer sind. Wie sollte ich dir dafür danken? Wie sollte ich dir dafür danken? Für Träume, die noch nicht erfüllt sind, Sehnsüchte, die noch nicht gestillt sind. Wie sollte ich dir dafür danken? Und auf einmal konnte ich es anders sehen. Und mir wurde immer klarer, Stück für Stück. Vielleicht werde ich diese Zeit nie ganz verstehen. Doch sie bringt mich ganz und gar zu dir zurück. Vielleicht sollte ich dir danken für all die Dinge, die grad schwer sind, für die Akkus, die grad leer sind. Vielleicht sollte ich dir danken. Vielleicht sollte ich dir danken für Träume, die noch nicht erfüllt sind, Sehnsüchte, die noch nicht gestillt sind. Vielleicht sollte ich dir danken. Glaube, wenn's ihn gibt, dass Gott es gut meint, dass er noch aus Scherben etwas baut und dass er schlichtweg segnet, wer ihm hoffnungsvoll begegnet und auch in der tiefsten Krise noch vertraut.